Ja, der Neili, bin ich mal wieder runter gewesen im Ort, weißt du, da im Tante Elvira-Lade vom Horst. Immer so ein bisschen palabert über, ja, die Weltpolitik im Besonderen und die Astronomie im Allgemeinen geredet. Und da hat er so halt so zu mir gesagt, er hat jetzt sein Angebot ausgeweitet und verkauft auch Schuhe in seinem Saftladen. Ja, Saftladen hat er nicht gesagt, ja, das hat er gedacht, aber ich habe es schon gemerkt, wie er selber meint. Und ich sage, ja, und wie läuft's? Dann sagt er, oh, schleppend. Sehr warum? Ja, da muss wohl an der Seite eine Klaue im Laufen Schuhe. Dann sage ich, hast du eine Videoanlage? Dann sage ich, ja, wo ist die? Am Eingang. Ja, und was ist da? Wer raus und reinkommt? Und jetzt habe ich gesagt, ah, du bist ja gerade blöd. Du musst bestimmt einen Bruder haben. Dann hat er gesagt, ja, warum? Dann sage ich, weil einer der Leute gar nicht so blöd war. Sei wie du. Dann ist er schon gar unsachlich geworden. Ich sage, Freund, ich kann dir einen Tipp geben. Wie du denn verwischt, hast du einen gewissen Verdacht auf irgendwo. Und er sagte, ja, im Nachbarort, so ein Junge da, der läuft immer mit neuen Schuhen rum. Und dann haben wir gefragt, wo er die her hat. Und dann hat er gesagt, die hat er woanders gekauft, bei mir reden. Und dann habe ich gefragt, warum er immer so oft im Geschäft ist. Und dann hat er gesagt, so halt, weil es schön ist. Und dann hat sie ihm gesagt, also du sprachst, die stehen im Verdacht. Ja. Und dann sagt, was willst du jetzt machen? Sagt der Weißerin, das sage aber ich. Und dann sagt er, ja, wie meinst du das denn sein? Mein Tipp kostet dich 2 Käste Bier. War einverstanden, hat er im Vorfeld als Vorauszahlung schon 2 Käste Iltis beigeben. So würzig wie sein Name schmeckt viel lecker, gell, will ich bloß sagen. Ohne Erfolgspauschale haben wir auch noch ausgehandelt. Wenn er einen verwischt, kriege ich nochmal 2 Käste. So, also, ich sage, jetzt pass mal auf. Du hast ja Schuhe daheim. Ja. Und jetzt hast du immer eine Perlenschuh da oben stand. Und jetzt gehst du mal her und stellst bloß 2 rechte Schuhe nach. Du hast ja jede Schuhpaar doppelt. Bloß immer 2 rechte nachstellen. Ja? Und nichts anderes. Und wenn wieder mal ein paar Schuhe geklaut worden sind, dann ist es ja nicht mehr ein paar. Das Paar besteht nicht mehr aus dem linken und dem rechten Schuh, sondern aus 2 rechte Schuhe. Hast du es mitgeschnitten? Dann fragt er warum. Dann sag ich, hat du dem Lack? Weil du hast ja bloß 2 rechte Schuhe standen und keine Bärle. Dann sagt er, ach so, jetzt. Also. Und wenn so ein Bärle fehlt, dann muss man bloß rumlaufen und gucken, wenn der eine Hühnerdieb wieder um den Laden rumschlägt, guck mal, wenn der 2 rechte Schuhe hat, dann hast du ihn am Haken. Dann sagt er, bist du sicher? Dann ist er todsicher, dann ist er fällig wie verlobst. War so begeistert, dann im kleinen nochmal 2 Käste Iltis bei abgeschwätzt. Aber ich glaube, der kriegt den. Ist halt einfach eine Sache, wenn du das Detektivische doof hast. Also ich glaube, ich bin eine Granate.